Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2022. Und boah, ich hoffe, ich habe mein Mikrofon richtig eingestellt. Ich habe es ein bisschen runtergedreht und vielleicht ist es ja besser als irgendwie, was ich heute. Ich kam letztes Mal so ein blödes Update der PlayStation. Seitdem habe ich es irgendwie, naja, nicht mehr so ganz so gut am Laufen. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Gerne guten Feedback. Positives oder Negatives. Genau, so. Vorweg, ja, es gibt wieder ein paar neue Kühe. Deshalb muss ich die mal gerade umsiedeln. Da muss man immer ein bisschen drauf achten. Ich sag mal, wenn man jetzt mal eine Kuh hat, die da vielleicht ein bisschen länger drin ist, dann ist das ganz so schlimm. Aber wenn man das jetzt mal zu länger betreibt, dann spart man natürlich noch eine Menge Geld. Oder verdient man eine Menge Geld. Dementsprechend nehmen wir uns mal gerade hier die Kuh raus. Und schmeißen die da rein. So, dann nehmen wir am besten hier die Kühe, die jetzt gerade null sind. Ich kann leider immer nur drei aufladen. Das ist ein bisschen. Ah, nee, es sind nur drei. Hahaha. Achso, weil die anderen. Weil die drei gerade drei Geschwister haben. Das ist gut, ja. Also haben wir drei kleine Babykühe. Kälbchen auch genannt. Ja. So, Kälbchen war es ganz spannend. Das finde ich sehr schöne Tiere. Also echt lebend. Die hinten drin sehen, dass sie so Kälbchen-like aus. Ich habe so schöne große Augen. Und so schön. Sehr schön. Ja, egal. Also, genug Beschwerden von Kälbchen. So, und dann gehen die mal hier in ihr neues Zuhause rein. Wir fahren dann mal gerade so ganz quer, damit wir dann richtig unseren Fahrstil natürlich hier wieder fördern können. So. Gut. Dann einmal bitte die Kühe. Nee, die. Ach, der Stall ist voll hier, sehe ich gerade. Aha, aha. Was machen wir denn da jetzt? Jetzt, da müssen wir mal gucken. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Der Stall ist voll. Okay. Geschlechtsreif, Guck mal, die sind fast geschlechtsreif. Also nehme ich jetzt einfach die Kühe hier, die müssen das sein. So, dann die rüber. Dann habe ich hier die 0 Monate alten Kühe, die auch rüber. Jetzt ist es kompliziert. Und dann wieder von den anderen. So, jetzt passt es. Ja. Unnötig kompliziert, egal, nicht schlimm. Ich sag, guck, jemand ist das auf die Knie gekriegt, hat mal seine Kühe fertig. Aber ich würde immer so ein paar Kühe verkaufen, weil ich glaube, das bringt eigentlich ganz gut Geld, würde ich auch meinen. Aber das ist auch mal gut. So. Also. Das ist natürlich dann so blöd, wenn man das in der Stelle hat, die das dann halt immer mal mehr, mal weniger laufen. So, jetzt ist natürlich, jetzt müsste das hier. Vier Kühe sind jetzt hier noch drin, die fast geschlechtsreif, also nächsten Monat sind die geschlechtsreif. So, fahren wir weiter. Vielleicht noch mehr Milch, das weiß ich nicht so ganz, aber wir werden es natürlich sehen. So. Balla. Fast. Nicht ganz. So. Den einmal da ran. So, jetzt auch nochmal die drei Kühe hier. Eine vier sind es noch, genau. Aber passt. Das ist sehr gut. So. Des Weiteren werden wir heute ein bisschen den Hof begradigen, ein bisschen schöner machen. Wir haben jetzt ja durchaus ein bisschen Geld reingenommen. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen Wasser wieder hinterhergenommen, weil die Haferdrinks, die gehen eigentlich ganz gut. Muss ich mal eine Sache vielleicht mal einmal erfragen. Vielleicht ist die das ja. Ach, nee, war ich. Nee, kein Problem, das ist jetzt mal. Alles gut. Ich habe so viel Hafer auf einmal gehabt. Ich wüsste gar nicht, woher der kommt. So. Ja, weil, ich zeige euch das mal gerade. Hier sind 115.000 Liter Hafer drin. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Weil ich habe nie so viel Hafer gehabt. 115.000, das ist echt richtig, richtig viel. Keine Frage. Und ich brauche ja immer nur ein Hafer, bis ich denn hier Wasser rausziehe. Also, das ist total krank. Da weiß ich nicht genau, wie ich da rankomme, ehrlich gesagt. Weil, ja, ich habe jetzt nämlich hier selber nur im Lager, das sind zum Beispiel 15.000 Liter Hafer, ne? 68.000 Liter Raps, das ist jetzt, waren beide Felder dabei, aber weiß ich gar nicht, wenn ich gar nicht so viel Hafer bekomme. Naja, egal. Also mal das zur Info. So, also, hier müssen wir jetzt mal ein bisschen betonieren. Das heißt, wir gehen hier rein. Wichtig ist immer, speichert natürlich, bevor ihr irgendwas macht, weil die, dann habt ihr mal sonst Probleme, dass ihr hier, ja, was bemalt, was dann gar nicht so schön ist zu bemalen. Das
ist ein bisschen ärgerlich dabei. So, Asphalt will ich nicht, will Dreck will ich auch nicht. Gibt es hier nicht Schotter? Das könnte der hier sein. Nein, nicht ganz. Das ist manchmal nasser Sand hier. Das ist das denn nasser Sand hier? Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Wir machen mal gerade die Pinselgröße ändern. Weil doch, das ist nasser Sand hier außerdem, ne, wenn jemand fragt. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich bleibe jetzt auch bei diesem nassen Sand hier. Ab und zu mal so ein... Nehmen wir den blöden Busch hier weg. Wir machen das gleich noch ein bisschen schöner hier rüber. Ja. Ein bisschen ausgefranst hier lassen an der Seite. Haben wir auf jeden Fall erstmal hier eine schöne Fläche. Hier machen wir ein bisschen, auf der anderen Seite machen wir ein bisschen Beton, beziehungsweise nicht Asphalt hier nennen. So. Damit ich einfach nur so eine schöne Rangierfläche habe. So, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Kann ruhig ein bisschen mehr machen, das ist überhaupt nicht schlimm. Dann gehen wir gleich einfach mit so einem anderen Pinsel hier so um den Waldboden, ne? Waldboden ist vielleicht nicht das, was wir brauchen. Matsch brauchen wir. Wir brauchen natürlich Matsch. Ja, weil hier die Seiten und so, das ist natürlich alles matschig. Das weiß jeder, der auf dem Bauernhof mal irgendwo einen Fuß drauf gesetzt hat. Einfach immer so, ich mach's immer gerne, ja, so ein bisschen wild, also das muss so ein bisschen dreckig aussehen, so auf der Kante, finde ich zumindest. Sonst passt das nicht so gut. Hier natürlich auch die Ecke so ein bisschen. Natürlich hier der Übergang, ne? Hier steht dann der Ladewagen. Kann man auch noch mal ein bisschen so machen. Das sieht ja schon mal auf jeden Fall ein bisschen besser aus. So ein bisschen schöner. Kann man hier vielleicht noch mal ein bisschen Waldbras, Felsen, nasser Sand. Ist manchmal ein bisschen Matsche noch dabei, Waldboden. Ja, manchmal ist es echt Dreck, aber hier so ein bisschen, ja, ein bisschen fleckiger das Ganze gestalten. Und natürlich hier ein bisschen Dreck hinlegen. Und das sieht nicht so gut aus. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mit Matsch arbeiten. So. So sieht gut aus, oder? Ja. Pflanzen, mal gucken, was hier noch so geht. Da kann man natürlich mal so ein Busch irgendwo hinsetzen, wenn man möchte. Wassergras, mit Zaun sogar, Wahnsinn. Achso, guck mal, mit Zaun ist Wahnsinn, ne? Was alles gibt hier. Ja, mal gucken. Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Und jetzt habe ich einen riesen Vorteil, den zeige ich euch gleich sofort. So, hier ist nämlich erstmal alles flach. Das ist viel, viel wichtiger als alles andere zusammen. So, das sieht schon mal gut aus. Ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Mit unserem kleinen Träger. Ah, der muss kämpfen. Der muss kämpfen mit dem Wasserfasser hinten dran. Aber dafür haben wir ihn gekauft. Aber bitte umlegen das ganze Ding. Dann fahre ich gleich das Wasserfass wieder schnell zurück. Und dann sollte es dran. Ja, auf jeden Fall schon mal dreimal besser aus. Wir müssen noch ein bisschen ausfranzen, das Ganze. Dieser Busch, den kann man noch wegmachen zum Beispiel. Das können wir gerade noch mal machen. Ein bisschen Landschaftsbau, malen. Und dann geht man hier einfach auf das Gras und macht dann einfach hier den... Kann man den Busch hier wegmachen. Mal mehr, mal weniger gut. Vielleicht müssen wir auch mal mit der Fräse noch mal durch, oder? So, besser. Sieht ein bisschen schöner aus, ne? Hier kann man zum Beispiel ein bisschen Gras noch einmal, sehe ich gerade. Das kommt dann gleich noch ein bisschen besser zu Geltung. Weil das Gras natürlich dann auch nochmal wieder zurückwächst. Ne? Hat man hier so ein bisschen. Na gut, es kommt also, das dauert ein bisschen, sieht das nachher besser aus. So, passt. Jetzt mal hier auf die Kante, das können wir auch ein bisschen schöner machen nachher. Aber wir sind ja noch dabei, das alles zu planen. Ich habe früher mal gedacht, okay, ach, dieses mit dem Pinsel, das lass mal sein. Man könnte die Befüllung starten und dann einfach wegfahren. Ihr hört es, ne? Der läuft dann einfach weiter. So, und jetzt habe ich hier den großen Vorteil.
mich hier jetzt viel besser mit dem Trecker fahren kann, ohne dass das hier wackelt. Und das natürlich direkt so riesig. Wirklich nur, wenn man das asphaltiert, dann ist das weg. Wir versuchen unser Glück. Achso, guckt euch mal das hier an. Habe ich erst überlegt, ob ich mir den kaufe, aber 106.000 Euro selbst gebraucht, ne? Aber ist, glaube ich, ein bisschen heftig. Da weiß er so was für. Naja, richtig dicke Sachen. Egal. So, wir gucken mal. Landschaftsbau, dann machen wir mal Glätten. Ist das Glätten oder ist das... Ach, ich weiß es doch nie, ey. Ist das einfach echt bescheiden? Ist es... Richtig Käse, wenn ihr mich fragt. So. Das hat er was gemacht. Da, da haben wir was gezogen. Das ist echt auch mit dem Geld, ne? Aber das ist, glaube ich, besser geworden. Jetzt fahren wir mal gerade rüber. Man merkt ja, der wackelt nicht mehr, der Trecker. Da vorne hat er noch so eine kleine Kante, hat er hier vorne. Ich gehe dann zu. Jetzt sollte ich eigentlich in der Lage sein. In dem Moment fährt er natürlich um. Das ist ein bisschen schade, aber es ist schön. Voilà. Okay, ich muss ein bisschen nachgehen, weil das ist genau in dem Moment, wo ich diese Kante habe. Das ist ja ärgerlich. Aber ihr seht hier beim Fahren, es fährt sich deutlich besser. Ich kann ihn selbst hier auf der Kippe kann ich ihn super steuern. Jetzt wurde mir gesagt, dieses Ding hat ein Update bekommen. Und zwar alles, was nicht, was irgendwie auf der Palettengabel noch drauf ist, bleibt dementsprechend stehen. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ich verwende das Originalding von Giant selbst. Da wird man natürlich mit anderen Lagern da vielleicht auch nicht mehr Spaß mit haben. Ich habe mit dem Lager aber eigentlich bis dato immer eine sehr gute Erfahrung gemacht. Deshalb habe ich das gelassen. Ja, ja, sieht er was. So, geh nochmal in das Modus hier rein. Ach, mein Gott, ich vertue mich jedes Mal. So, dahin. Dann nochmal hier auf Blätten gehen. Ah, jetzt guck mal hier. Habt ihr gesehen, wie der vorne so absackt? Ich kann leider nicht näher rangehen. Aber man sieht eigentlich gut, dass es absackt. Lass das Ding auf einem leichten Podest stehen, ist vollkommen egal. Das ist auf jeden Fall zum Fahren dreimal besser dann, ja. So, jetzt noch mal testen. Also, Vorwärtsgang einlegen, das ist nicht so gut. Ich kann dann stehen mit der, also ich kann die Gabel bleibt ganz dran, ich kann viel besser ran. Kann ich, glaube ich, deutlich einfach mit dem Palettenverhalten. Außer ich fahre natürlich gut. Da kann aber jetzt die Palette. Was machen wir, wenn ich diesen Hafer drin verkaufen kann? So, mal. Es gibt so manche Paletten, die kann man echt gut packen und die kann man sehr rücksichtslos fahren. Da passiert sehr wenig. Und dann gibt es manche, da geht es überhaupt nicht. Das ist nochmal ein bisschen ärgerlich, aber egal. So, auf jeden Fall viel besser zu fahren. Ja, wenn ich jetzt auch langsamer fahre, dann wäre es natürlich wie viele Hafer da drin. Bringt. Das ist echt Wahnsinn. Finde ich gut. So. Dann einfach die Dinge wieder runter machen. Es gibt ja auch Palettengabeln, die so ein bisschen mehr auf. Ich fahre schon wieder schnell, muss ich wieder sagen. Knack, wie geht das? So. Gibt ja noch welche, die haben so. Das jetzt nennt hier, also die vorne ist das so höher gezogen, dass man die Palette richtig anlehnen kann. Dann kann man das quasi, wenn man den hoch macht, dann kann man so ein bisschen nach hinten kippen und dann bleibt die Palette gerade stehen. Das geht natürlich auch alles so. Genau. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wenn ich hier auf Gebäude gehe, dann waren es mal Tools vielleicht. Irgendwo habe ich so eine Verkaufsstation. Ach, ich denke hier bei Produktion vielleicht. Verkaufsstation, das hört sich besser an. Hier sehen wir, was wir alles verkaufen können. Boah, ich habe viele Verkaufsstationen. Verkaufshütte, groß für Automat.
Ich habe keine Ahnung, was da unten steht. Ein Holzhaus, das Platz für zwei Automaten bietet, um die Verkaufshilfe, sollte man links einen Automaten, rechts die Milchanstalt platzieren und dann sollte ich das ins Gebäude fahren und verkaufen. Ja, da muss ich natürlich mal gucken, was ich hier alles verkaufen kann. Verkaufsposition, ganz normale, kannst du deine geernteten, produzierten Güter verkaufen? Ja, ich glaube, hier kann ich einfach alles verkaufen. Das ist natürlich irgendwie witzlos, ne? Wenn ich das jetzt einfach hier so hinsetze, weil es soll ja irgendwie ein bisschen cool aussehen, ne? Das ist so ein Marktstand zum Beispiel, das fände ich schon ein bisschen besser, ehrlich gedacht. Wenn ich den hier so hinklatsche. Ah, hier ist natürlich gefährlich, fällt mir gerade ein, weil wenn ich hier mit dem Gut vorbeifahre und das zum Beispiel auf Paletten steht, dann würde er es automatisch verkaufen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wo kommt der denn mal hin? Der muss ja auch irgendwie cool aussehen. Also der sieht irgendwie nicht so cool aus. Da muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das am besten mache. Weil, ja, ich muss irgendwie den ganzen Hafer verkaufen. Ich weiß ja gar nicht, so viel Hafer. Wäre das alles trinken wollen? Es gibt doch so Hafermilch und so weiter und so fort. Also für mich persönlich ist das nicht so cool. Ich weiß nicht, ob man wieder trinken kann. Muss ja auch in jeden Trinken gehen. So, ja, Milch und so. Klassische Milch von der Kuh. Ist das ein Auto? Nein, das ist ganz klassisch. Schmeckt auf jeden Fall. Weil ich Milch gar nicht so trinke. Ich tue das eigentlich mal in mein Cappuccino rein. So, jetzt ist es raus. Ich hier über die Milch lässt. So. Guck mal, wie viel Hafer da drin ist. Da kommt noch mehr Hafer raus. Wie viel soll ich denn davon noch saufen? Wie viel habe ich denn davon eigentlich? Hafertrinken, ja, müsste jetzt mal gleich mal Schluss sein, hoffe ich. Das ist echt krass, ne? Ja, es ist schon Wahnsinn, was man hier so alles hat. Naja, egal. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, ne? Erstmal ein bisschen platt machen. Das fährt sich jetzt noch ein. Oder muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht noch ein bisschen dreckiger hinbekomme. Ich würde zum Beispiel gerne so eine Pfütze haben, ne? Sowas. Ja. Hier nicht eine. Das zum Beispiel eine Pfütze. Seht ihr die? Da muss ich die nochmal irgendwie hier hinbekommen. Das sieht dann immer ganz nett aus, finde ich zumindest. Auf jeden Fall ist das jetzt schon mal ein bisschen ja, schöner geworden, definitiv. Und dann muss man mal gucken, dass man es noch schöner bekommt. Aber das kriegen wir, denke ich, mal auch noch rein. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gab leider keine guten Angebote. Ich bin noch auf der Suche nach einer Sämaschine. Das wäre wirklich sehr, sehr cool. Das Ding ist auch schon cool, ne? Brauche ich zwar nicht, überhaupt nicht, aber ist einfach nur cool, ne? Das Ding ist natürlich wirklich ganz schön fett, ne? Boah. Ich meine, ihr könnt ihr noch mit dem großen Motor nehmen dann dabei, wenn ihr Bock habt. Reifenvariante. Industriell breiter. Ich habe heute Morgen, ist bei uns hier schön geschneit. Normalerweise schneit es ja eigentlich, ja, eben nicht so das Schneegebiet, sage ich mal, ab und zu mal so ein bisschen. Und dann einen Trecker gab, der richtig so Straßenbereifung hatte, ne? Das wird nämlich ganz cool, weil die momentan bei uns immer die Trecker da alle hier den ganzen Schnee wegschieben. Das ist dann ganz lustig. Ich natürlich der linke und der rechte Handlauf. Das sind Sachen, hä? Ohne Handlauf, linker Handlauf, linker und rechter Handlauf. 1000 Euro für einen Handlauf. Ja, nach hinten da nur. Oh. Ach so, dass das Gestell hinten dran ist. Das ist schon ganz warm. Rundumläufe. Natürlich brauchst du ein Ding Rundumläufe. Wer so ein Ding ohne Rundumläufe kauft, direkt, also will ich nichts mit zu tun haben. Lenkung, Lenkrad, Joystick. Ach so, das ist ja geil. Was es gibt, ne? Scheiben, normal, getönt. Das ist ja cool. Da kann man schon viel einstellen bei so einem Ding. Das ist natürlich voll das Monster, ne? Ja, ist eher sowas, weiß ich nicht, so ein Steinbruch oder sowas dann vielleicht anzusiedeln. Wir gucken mal, was das so wird. Achso, apropos Steinbruch sehe ich gerade. Ich brauche ja eigentlich diesen Hänger davon. Diesen, ja, den kann ich ja eigentlich verkaufen, oder? Wobei, er frisst ja momentan kein Brot. Ich lasse ihn einfach mal stehen und dann gucken wir mal, was so passiert. Den müsste ich eigentlich auch noch irgendwie runterkriegen. Weil aktuell sind meine ganzen Scheunen irgendwie ein bisschen zu klein dafür. Naja, schauen wir mal. Aber das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich lasse das mal so ein bisschen eingerufen hier. Dann sieht man, wie sich das dann später so fügt, ne, auf den Rasen, den ich hier gesehen habe. Da ruhig mal einen Tag überspringen. Wenn er denkt, okay, Rasen ist vielleicht doch nicht so gut, macht er lieber weg. Dann nimmt er halt Dreck oder so. Ne? Oder hier mal in der Mitte so ein Schnitzel einfach hinsetzen. Das passt dann immer ganz nett und sieht dann auch ganz schön aus. Wie ich finde. Genau. Könnt ihr natürlich noch mehr Deko hinsetzen. Macht da hier einen auf Tine Wittler oder so, die dann durch die Gegend läuft. Einfach immer so ein Kleckchen irgendwo hinsetzen, da passt das schon. Kann dann vielleicht durchaus vielleicht ganz nett aussehen. Aber das muss jeder selber wissen. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden hier mit meinem Palettenladen. Das ist deutlich leichter. Vorher war es sehr huckelig hier zu fahren. Das ist sehr ärgerlich. Und man sieht das manchmal gar nicht so gut. Ne? Gerade wenn hier so viel Wald oder so viel Gras ist, dann sehe ich gar nicht so richtig, was für Unebenheiten ich so habe. Und da bin ich natürlich jetzt viel, viel besser dran, muss ich sagen. Sagen. Schauen wir mal. Achso, jetzt kann ich mal eine Sache noch testen. Und zwar, wenn ich sage, das Ding, was kann ich verkaufen? Kann das sein? Ach nee, dann geht aber die ganze Farmdekoration drauf. Guck mal an hier.
Wenn ich das Ding verkaufe, verliere ich alles. Und dann seht ihr, was alles leuchtet dafür. Das wäre ein bisschen schade dafür, denn dann lasse ich es stehen. Ich habe mir nämlich gehofft, dass ich da vorne mir auch so einen Hügel, dass ich den vielleicht wegkriege. Naja, schauen wir mal. So, ich hoffe erstmal, dass mein Mikrofon jetzt ein bisschen besser klingt. Gerne dazu ein kleines Feedback, ja oder nein, oder boah, lass es einfach ganz sein, wie auch immer. Und ja, das würde mich freuen. Ich habe mal gerade ein bisschen was eingestellt und dann gucken wir mal. Also ich höre mir das natürlich auch nochmal an, aber ist natürlich immer schön, wenn man dazu Feedback bekommt. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt Love Just Simulator 2022 auf der schönen Karte St. Kalle. In diesem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!